Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail. Ich habe mir gerade noch Gedanken gemacht, und zwar wegen den Personaleinstellungen. Ich würde tatsächlich den Kassierer nach vorne ziehen. Und zwar eher in die Frühstunden, ich sage jetzt einmal so von ab 8, dass ich dem nämlich, ich mache dem aber auch wieder 5 Stunden, weil dann kann ich mich nämlich währenddessen um Kundschaft kümmern, kann eben auffüllen, kann mich um Kundschaft kümmern und so weiter. Ich weiß ja nicht, wann geliefert wird, ne? Das ist ja wieder das Nächste. Genau, und dann wäre er nämlich hier an der Kasse, kann sich drum kümmern. Ab hier, ab 12 Uhr kommt ja dann im Grunde der Ralf als Verkäufer und ja auch hier die Anja dann später noch als Verkäufer. Das heißt, wir sind da ganz gut geschützt und können dann uns selber an die Kasse stellen. So habe ich mir das jetzt mal gedacht. Ich bin natürlich schon sehr der Hoffnung, ne, dass wir die Lieferung rechtzeitig bekommen. Und ich hoffe jetzt halt auch mal, dass wir hier noch vielleicht hochknallen. Nee, leider nicht. Ansprechender Kiosk sind wir noch nicht. Ich hätte vielleicht auch noch mal eine Werbung schalten sollen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Gesamtgewinn minus 130. Also ich bin eigentlich, so wie es läuft gerade, ganz, ganz zufrieden, muss ich sagen. Und? Kommt der Harry oder nicht? Schon wieder nicht. Sag mal, das ist doch nicht schön, oder? Das ist doch absolut nicht schön, wenn keine Lieferung kommt. Da ist halt dann schon die Frage, ob man nicht doch mal guckt im Konzern mit dem Lieferservice. Allerdings sind es halt dann auch wieder tägliche Kosten, die man da hat. Und das wäre, glaube ich, auch nicht so toll, ne? Schauen wir mal. Kann ich dir irgendwas verkaufen, Oberteil? Ich könnte mal einen Blick drauf werfen, das ist gut. Ah, der ist zumindest schon mal so weit oben. Das ist cool. So. Muss ich gleich so früh von jemandem belabern lassen, ne? Ist nie das eigentlich schon mal ganz gut? Da noch ein bisschen hochknallen vielleicht. Und? Er sollte eigentlich was kaufen, hoffe ich. Thanks. Ja, bitte. Kein Thema. So, 7 Uhr. Unser lieber Mitarbeiter für die Kasse ist da. Oder gleich da. So, schauen wir mal Oberteil. Ich hoffe jetzt, dass sich da keiner an die Kasse stellt, solange er nicht hier an der Kasse steht. Oh doch, er stellt sich hin. Ja, ich komme. Ah. Thanks. Gut, 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 gut. Unser Kassier ist da. Das ist super. So. Tja, keine Lieferung, ne? Wieder mal. Das ist aber wirklich bescheuert. Ganz ehrlich. Das ist ja jetzt echt bescheuert ohne Ende. Ah, bin schon da. Oberteile. Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, das ist gut. Ah, der ist so weit unten. Ja, und dann ist er auch noch schlecht drauf hier. Der ist doch schon voll. Was machst du denn weiter? Das reicht schon. So. Schauen wir mal, ob es was gebracht hat. Greifst du irgendwo zu? Jawohl, der greift irgendwo zu. Mann. Schon etwas, was ein bisschen nervt, oder? Ich mag dieses Angerammel nicht. Das hoffentlich werden sie das auch mal fixen. Was bleibt unter uns? Alles klar. Die ist mies drauf. Er braucht was. Okay, das T-Shirt. Alles klar. Verkauf beginnen. Gerade wieder voll konzentriert, ne? Merkt man, glaube ich. So. Ich muss ja schauen, dass ich das möglichst schnell über die Bühne bringe. Deswegen mag ich eben auch, wenn ich Verkäufer da habe, weil die eben wesentlich besser sind wie man selbst, ne? Also die brauchen ja gerade mal ein Viertel von der Zeit. Gut, greif zu. Ich lass mal schneller laufen.
Ich guck mal noch draußen, ob wir noch jemanden haben. Sag mal, ist die Lieferung immer noch nicht da? Aber manchmal geht es ja auch an mir vorbei, ne? Das gibt's doch nicht. So, Oberteile. Oh. So. Ah, bei dem läuft's wieder. Hm. Gerade gedacht, ne? Und schon vorbei. Schauen wir mal, ob wir dem das Need noch ein bisschen hochknallen können. Ah. Thanks. Passt, ups, den habe ich verpasst. Jawohl, der Ralf kommt schon mal. Der kann sich dann nämlich um die Kunden innen drin kümmern gleich. Verdammt. Falsche Taste wieder mal. Ach komm, jetzt sei mal nicht so schlecht drauf. Thanks. Aber gerade noch, oder? So, der Ralf kümmert sich jetzt. Dann würde ich sagen, dich kann ich nach Hause schicken. Ja, die Lieferung kommt verspätet, ist in Ordnung. Das ist halt jetzt wieder super, weil jetzt stehe ich an der Kasse und habe natürlich überhaupt keine Chance, wirklich, ja, da kommt er, da wirklich was auszupacken, ne? Ralf, bitte bleib nicht vor der Tür stehen. Ja, ich komme. Aber gerade so, dass ich es komplett auspacken konnte, ne? Jo, habe ich. So, dann kann ich jetzt halt mal hier endlich die neuen Oberteile reinhängen. Besser gesagt, die neuen... Da fehlen doch schon wieder welche. Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Das ist so übel. Also einerseits, zum Glück ist noch nicht so viel los, weil ich kann mich dann wirklich darum kümmern, dass ich das Zeug auch... Jetzt stell dich bitte nicht an die Kasse. Oh Mann. Das ist nämlich auch übel. Dann bleiben die hinter der Kasse stehen und du kannst die Kasse dann nicht auswählen. Das hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal. Total übel, finde ich. Du stehst dann da und bist absolut hilflos. Du könntest irgendwas... könntest kassieren... Und dann geht's nicht, weil da ein Mitarbeiter steht und du den ständig anquatscht, wenn du E drückst. Dann müssten sie das irgendwie anders machen. Da irgendeine andere Taste, keine Ahnung, vielleicht die R-Taste oder die F-Taste oder was weiß ich. Ah, da kommt jetzt endlich der Rest. Harry, hast du wieder die Hälfte vergessen, Mensch. Komm, pack hin. Wenn es schon zu spät kommt, dann kannst du wenigstens schneller das Zeug reinpacken. Das ist ein Lieferservice hier. Ehrlich. So, dann haben wir noch die zwei. Dann haben wir noch die zwei Jacken. So. Dann hängen die auch noch drin. Excuse me. Perfekt. Ich hoffe jetzt halt auch einmal, dass das wirklich die richtige Artikelwahl war, die ich da hatte. Thank you. So. Hi. Jawohl, seconds. Ralf, walte deines Amtes, mach die Kundin glücklich. Ah. Hey. Der hat's wohl nicht so gefallen. Er hat jetzt halt Pause. Nee, habe ich leider nicht. Und mein Mitarbeiter ist gerade in der Pause, also tut mir leid. Aber wir haben ja die Anja da. Ah. Anja hat ihn glücklich gemacht. Und ihn auch, jawohl, so kürze ich das. Ich schau mal, ob ich da noch was reinräumen kann. Nö. Da auch nicht. So. Ich glaube, dass das auf jeden Fall schon mal besser läuft jetzt halt gerade. Auch wenn die Lieferung so verspätet kommt, was mich nervt. Aber... Ralf, du kannst doch nach Hause, oder? Oder nee, bis 18 Uhr hast du. Stimmt, weil sie ist jetzt gerade in der Pause und wenn sie aus der Pause kommt. Jo.
Ja, wenn kein Kunde da ist, der irgendwas fragt, ne, ist natürlich dann der Mitarbeiter auch wieder... Excuse me. Naja, nicht sinnvoll. Komm. Thank you. Jo, das ist schön. Ja, und gekauft hat er trotzdem nichts. Naja, da kannst du nichts für. Jawohl. Hey. Also sie ist ja, glaube ich, bis 21 Uhr da, ne? Komm, mach ihn glücklich, jawohl. Hat zwar nicht mehr zugegriffen, aber gekauft hat er auf jeden Fall was. Ich schau mal, ob ich noch irgendwas im Regal habe. Nee, ist tatsächlich alles schon verräumt. Na gut, du kannst heimgehen, Anja. Komm, verzieh dich. Und die letzte Stunde bleibe ich jetzt halt noch da stehen. An der Kasse. Kann ich jetzt nichts ändern, ne? So, aber ich denke, mit zwei Verkäufern ist es jetzt erst einmal ausreichend, gerade für den Anfang. Jetzt kommt anscheinend sowieso keiner mehr rein. Gut, macht nichts. Dann machen wir unsere Bestellung. Mindestlage 45 Artikel. Ist eigentlich ungefähr immer das gleiche, ne? Und wir gehen ins Büro. 9.700. Also gut, wir wachsen etwas. Das ist gut. So, keiner von euch hat irgendwie einen Punkt. Jetzt ist die Anja krank. Die hat doch gerade erst angefangen zu arbeiten, Mensch. Lass uns mal hier drauf gucken. So, schauen wir mal. Jawohl, Verkauf. Lern schneller und verärgert Kunden. Ja, wir brauchen trotzdem Leute. Da kommen wir nicht drum rum. 847, kann man nichts verkehrt machen. Du wirst eingestellt. Ungelernt. Also sie ist absolut für den Verkauf. Paula, du wirst unsere Neue. Zurück bitte. Nochmal jemanden für die Kasse. Nochmal jemanden für den Verkauf. Die ist für alles gut. Braucht aber mehr freie Tage und erhält langsamer XP. Die macht aber auch schon mal keine Kassenfehler, ne? Das ist ja auch schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, ich stelle dich ein. Es kommt natürlich ein bisschen auf deinen Preis an, ne? Das ist klar. Aber mehr als 12 solltest du eigentlich nicht verlangen wollen. Schauen wir mal, 12 Euro. Okay, du machst es knapp. Alles klar, ich stelle dich an, Christine. Und ich würde sagen, auch für den Verkauf. So, also nicht für die Kasse, sondern wirklich für den Verkauf. Das muss ich nur ändern, ist klar. Zack, so. Dann haben wir 4 Verkäufer. Das ist doch schon mal gut. Ich denke, 4 Verkäufer ist wirklich sehr gut. Wir haben ihn hier an der Kasse, der uns im Grunde hier unterstützt. Und dann haben wir 4 Verkäufer. So, Paula, wie warst du nochmal drauf? Lern schneller, verärgert aber Kunden. Soll ich mir das leisten, dass ich die gleich einmal schicke? Weil die hat nämlich nur noch einen Punkt. Ich leiste mir das jetzt einfach mal. Und die Christine, die würde ich jetzt dann erst einmal... Ich meine, die brauche ich jetzt auch, ne? Aber ich möchte jetzt halt keine 2 Leute auf Schulung schicken. Würde ich sagen, ich stecke dich jetzt halt einfach mal in die Spätschicht ab 15 Uhr. 15 bis genau dahin. Die verärgert zwar Kunden, aber sie muss halt einfach lernen jetzt noch. Das ist so. Und wir brauchen Verkäufer auf der Fläche. Weil die sind einfach wesentlich besser. Dann passt das jetzt erstmal. Sie hat noch immer ihre freie Zeit. Und er ist in der Früh dann wieder da. Das passt. So, da haben wir jetzt die E-Mail mit krank. Und wahrscheinlich fehlender Kurs. Ja. Will einerseits den Kurs haben, fühlt sich aber krank. Ne? Das ist... So,
Mindestlager, wir haben eigentlich alles bestellt. Ich würde sagen, wir schalten nochmal eine Werbung. Und zwar diesmal... warte mal, was war ein Fashionland nochmal? Wo sehe ich nochmal die Werbung hier? Fashionland ist High Fashion. Hohes Einkommen, niedrig Mode. Eigentlich müssten wir schon Nachrichten bleiben, ne? Mittleres Einkommen. Weil Fashionland ist ja High Fashion. Nee, dann bleiben wir auf Nachrichten, weil das ist, glaube ich, genau unsere Zielgruppe. A4 lasse ich auch. Wir machen wieder die Arbeiter. Die Hipster. Und auch die ITler. Und ich mache wieder ein großes Oberteil rein. Da gibt es anscheinend jetzt auch keine anderen Farben mehr. Ich glaube, das ist jetzt immer rot. Ja, das ist, glaube ich, immer rot. Das bleibt jetzt dabei. Okay, ich mache das auch nur einen Tag. Hauptsache, es kommen ein paar Leute rein. Das waren jetzt 500 noch ein bisschen was Euro. Wir haben jetzt noch in der Kasse 9257. Also, rein in den Laden. Ich hoffe, dass wir jetzt einen Stufenaufstieg noch haben. Also, 9000, ich sage mal knapp 9250. Immer noch keinen. Okay. Die verkaufen sich, ne? Das habt ihr ja gesagt. So. Jetzt bin ich gespannt. Der nächste Tag. Wird heute mal die Lieferung rechtzeitig kommen? Oder muss ich wieder warten? Ey, das ist doch zum Kotzen, oder? Ist das nicht zum Kotzen? Ich denke, euch wird es allen so gehen, wenn ihr einen neuen Konzern anfangt. Das ist echt übel. Ja, Anja ist krank, ich weiß. Da machst du gerade dein Laden auf, weißt du? Du hast die ersten Angestellten und schon ist die erste krank. Echt übel. So, Oberteile. Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen? Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Ups. Passt. Thanks. Ich muss nach innen. Sorry. Jawohl, Verkauf beginnen. Aber der hat noch keinen Need, ne? Ach komm, jetzt willst du mich veräppeln? Schauen wir mal, ob wir mit dem hier noch auf irgendwas draufdrücken können. Gut, das hat gepasst. Thanks. Ich muss nur noch zugreifen. Ja, gut, dann war es wenigstens nicht ganz... Hey, ach komm, du kannst mich mal. Wie häufig brauchst du Beratung? Oh, jetzt war ich zu langsam. Ich habe den Dominik gesehen und dachte, kann ich doch noch schnell hin? Und schon war es zu spät, ne? So, das war der Zwillingsbruder jetzt. Das mit der Lieferung ist doch wirklich abartig. Ganz ehrlich. Hallo? Ich hänge in der Tür fest. Hey, a little help. Ich hänge in der Tür fest. Hallo? Jetzt hör halt auf. Ich kann nichts machen. Ich kann absolut nichts machen. Okay, warte mal, ich muss das Regal, glaube ich, verkaufen. Auch nicht? Nee, also das ist jetzt... Oh, das ist jetzt halt übel. Das hatte ich noch nicht. Sorry, Leute, aber da muss ich... ins Hauptmenü zurück. Oh, das ist ja wirklich ein ganz übler Bug jetzt gewesen. Ganz ehrlich, das macht dir den kompletten Tag zunichte. Ah.
Okay, also die Mitarbeiter sind ja gespeichert, so wie ich sie eingestellt habe, weil wie gesagt, wenn man das Büro verlässt, auch die Werbung müsste noch ganz normal geschaltet sein. Ja, wenn man das Regal verlässt, wenn man das Büro verlässt, dann wird ja gespeichert. Aber das, habt ihr das auch schon mal gehabt, oder? Ich dachte jetzt, ansprechend der Kies, ich dachte jetzt... Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich wieder zurückspringe. Gestern, genau. Okay, das ist natürlich etwas seltsam. Wenn ich jetzt halt rausgehe ins Büro und... Wenn ich jetzt rausgehe ins Büro und dann mich wieder reinlade, weil es wird ja nicht gespeichert, dann komme ich quasi am nächsten Tag raus. Weil wie konnte ich jetzt halt bitte schon ein Renommee-Dingsbums-Erhöhung haben? Ja, hatte ich doch jetzt gerade nicht, oder stehe ich jetzt total auf dem Schlauch? Ich glaube, ich stehe jetzt total auf dem Schlauch, ne? Lieferung kommt eh wieder nicht. Echt übel. Ich sollte mal schauen, dass ich das irgendwie anders stelle da hinten. Vielleicht kann ich die Regale eher so hinstellen. Das ist ja, glaube ich, auch schon mal hilfreich, ne? Das ist eh vom Platz her total bescheuert gemacht, oder? Kann ich dich da hinstellen? Dann ist nur die Frage, ob der Lieferant, wenn der kommt, ne, ob der dann an die Palette rankommt. Deswegen stelle ich die jetzt mal lieber dahin. So. Jetzt aber. Jetzt hoffe ich mal, dass es läuft. Also. Dominik ist ja auf dem Weg. Ich habe Oberteile hier. Das könnte ich dringend gebrauchen. Das freut mich. Dein Need ist nämlich schon mal ganz weit oben. Aber du bist schlecht drauf, oder was? Ja, aber echt jetzt, oder? Thanks. So, er steht an der Kasse, das ist schon mal gut. Sehr interessant, jawohl, der hat dann auch das Need schon mal oben. Yes. Perfekto. Thanks. Ja, Dominik ist auf jeden Fall in der Kasse. Ja, immer reinkommen. Jawohl, kommt rein. Ja, aber die kommen rein, aber kaufen eigentlich nichts, ne? Naja, gut, wir haben schon einen gewissen Bekanntheitsgrad jetzt. Ne? Ansprechender Kiosk. Das könnte ich dringend brauchen, das freut mich. Hey, have a minute. Na komm. Gut, thank dann kann you. Ich ihn vielleicht auch gleich noch anquatschen. Könnte ich dringend brauchen, das ist... Ach, super. So, thank you. Perfekto. Perfekto. Kam die Lieferung mittlerweile? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Nö, kam nicht. Jetzt schon wieder, bitte. Das hatte ich noch nie. In den kompletten 300, wie viel sind es jetzt? 328, 329 Folgen hatte ich das noch nie, dass ich in der Tür hänge geblieben bin. Keine Ahnung, was ich jetzt da anders gemacht habe. Als sonst auch. Ich schaue mal nach draußen. Da stehen Leute und wollen irgendwas. Noch nie aufgefallen. Ich habe Oberteile hier.
Wenn das Perfekte auftaucht, jawohl. Thank you. So, gleich den nächsten. Ich kann halt immer nur einen ansprechen, ist halt das. Vielleicht könnte ich ja gleich eine Gruppenberatung da draußen machen. Warte mal, ein bisschen Need brauchst du schon noch. Passt. Und gleich den nächsten, jawohl. Oberteile. Ich muss mich dann bloß an die Kasse stellen, das darf ich nicht vergessen. Machen wir dein Need auch noch ein bisschen nach oben. Passt schon. Gut. Kauf. So, der Ralf ist da. Ich könnte ihn hier mal nach Hause schicken. Hey, can you help me? Ah, die Lieferung ist da. Na endlich. Ey, das ist doch echt übelst. Hey, have a minute. Ganz ehrlich. Nein, Ralf, klammer dich an die Kundin. Ich traue mich heute nicht mehr ins Lager. Ralf, geh hinter der Kasse weg. Das ist beängstigend. Okay, gerade nichts los. Würde ich sagen, ich gehe einmal hier zum Auspacken. Müsste klappen. Yes, gut, passt. Oh, hallo. Ja, ich bin doch schon da. Mensch. Schauen wir mal, was wir alles reinkriegen in die Regale. Ah, die nächste Kundin an der Kasse. Die Jacken gehen aber gar nicht so, oder? Kann das sein? Ich habe jetzt gedacht, die stehen ja voll im Fokus. So, das Wichtigste überhaupt, ne? Der Merch muss ins Regal. Bitte hinter der Kasse weg, ich sag's dir. So, ich komme. Okay. Jetzt mache ich dann gleich mal Prozente auf. Kannst du mich einfach arbeiten lassen? Du machst deine Arbeit, ich mache meine Arbeit, okay? So. Wir machen hier mal Prozente. Ja, bin doch schon da. Mensch. Nur dieses Herumgepfeife. So, weil ich glaube nämlich, die haben sich gar noch nicht verkauft, ne? Noch kein einziges Stück. Und ich meine, wir geben zumindest jetzt 10% drauf. Das sind immerhin 4 Euro. Ungefähr 4,40 Euro. Das ist doch schon mal was. Vielleicht verkaufen wir noch das ein oder andere Teil. Ich denke aber, dass die Dinger generell zu teuer sind, oder? Hey, can you help me? Vielleicht passen wir die mal preislich ein bisschen an. Aber es sind schon wesentlich mehr Kunden jetzt gerade da. Das auf jeden Fall. So, schauen wir mal. Preis. 44, wie wäre es mit... Kassieren erstmal. Dann nochmal drauf. Wie wäre es mit 39? Das ist doch eigentlich auch... Ein super Preis, 39 und dann gibt es nochmal 10% Rabatt drauf. Notfalls schmeiße ich die Artikel raus. Hey. Ja, halt. So, Ralf, komm streng dich an. Thank you. Jawohl, hey, so mag ich das. Na, aber er hat trotzdem nichts genommen. Hey, a little help. Christine? Thanks. Ja. Schön, schön. Den da hinten mach auch glücklich, bitte. Thank you. Jawohl. Der hat auch zugegriffen. Jawohl, so kürze ich das.
Thank you. Eine gute Angestellte, jawohl. Hey, a little help. Ja, der braucht schon wieder Hilfe. Komm, verkaufen und das nächste Shirt auch gleich. Thank you. Jawohl. Und? Jawohl. Er greift zu. So kürzt sich das. Also jetzt hat merkt man. Jetzt ist da glaube ich der vierte Tag, fünfte Tag? Vierte Tag. Ich zähle den anderen nicht, wo ich in der Tür hängen geblieben bin. Der vierte Tag. Und es läuft doch relativ gut, muss ich sagen. Entschuldigung. Ich werde nur schauen, dass ich jetzt halt die Kasse ein bisschen anders besetze. Vielleicht ja dann doch noch einen zweiten Kassierer. Christine schickt dich. Da wartet noch ein anderer. Achso, die hat Feierabend. Okay. Dann machst du eben Feierabend. So. Ob da nochmal jemand reinkommt? Ich glaube es nicht. Von daher mache ich jetzt halt meine Mindestlagerbestellung. 775 Artikel. Wow. Also das finde ich schon gut. Was willst jetzt du noch da? Raus mit dir. Aber ich glaube, auf Lager habe ich nichts mehr, ne? Nein, es ist alles leer. Alles klar. Dann gehen wir einmal zurück ins Büro. 10.000. Cool. Gefällt mir. So macht Spaß, muss ich echt sagen. So. Wir schauen uns natürlich noch gemeinsam die Mails und so weiter an. Fehlender Kurs, das ist klar. Bestellungen haben wir gemacht. Ich nehme aber noch nichts mit rein zusätzlich. Punkte hat keiner bekommen. Hallo? So. Die Paula. Die Paula. Die ist jetzt ja im Grunde, warte mal. Wen hatte ich jetzt noch? Wegen dem Ausbauen. Sie könnte ich auf jeden Fall noch ausbauen. Ich könnte sie aber auch noch zusätzlich mit an die Kasse ziehen, ne? Was mache ich mit ihr? Erhält langsame XP. Die erhält wirklich langsam XP. Ich glaube, ich lasse sie als Verkäuferin. Aber ich glaube, die Anja... Nee, die hat noch Punkte zum Bekommen. Der Ralf wahrscheinlich, ne? Ja, ich schicke den Ralf jetzt halt mal auf Schulung. Jawohl, den habe ich ja jetzt auf Schulung gehabt, ne? Und die Paula, die braucht eigentlich auch noch nicht. Die kann hier auch noch ein bisschen Punkte ausbauen. Also schicke ich die Anja. Ach nee, das bringt sie auch nicht. Wieder am Rumüberlegen. Eigentlich wäre sie am sinnvollsten, weil wenn sie einen Punkt bekommt, dass ich die gleich verteilen kann. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir stellen alles um. Ich weiß, dass es jetzt halt nur um eine einzige Stunde geht, aber ich möchte das jetzt halt mal so haben. Dann ist der Ralf, den muss ich natürlich auch um eine Stunde hier nach hinten schieben. Mit der Verschiebung auch der Pause. So. Dann würde ich sagen, dass wir auch hier eine Überlappung haben. Würde ich sagen, so. Das müsste passen. An welchem Tag sind wir? Mittwoch? Dann müsste das jetzt eigentlich ideal passen. Jo. Das ist gut. Ja, so langsam baut sich dann auch die komplette Mannschaft langsam auf. Leute, seid froh, ihr seid im Start des Konzerns mit dabei. Das ist doch. Ist doch schon eine große Auszeichnung, oder nicht? So, den Dominik, den werde ich jetzt ja tatsächlich mal auf 10 Uhr legen. Weil ich einfach die Befürchtung habe, dass die Ware wieder später kommt. Und ich kann mich ja hier in der Zeit selber an die Kasse stellen, ne? So, und dann gönne ich jetzt halt meinen Mitarbeitern auch einen Kaffee. Das heißt, wir bauen einmal den Personalraum aus, um ein Feld. Das sind zwar 1.000, aber
das ist es mir jetzt ehrlich gesagt wert, dass wir das dann auch nach hinten ziehen, dass wir da Kaffeemaschine mit herstellen können. Das wäre mir schon wichtig. Ich hoffe nur, dass ich das nächste Mal dran denke. So, jetzt halt hier. Jawohl, wir haben wieder ein paar Bewerbungen drin. Der ist halt auch wieder überall ausgebaut. Der wird wahrscheinlich schweineteuer sein. Der wird echt viel Geld verlangen, denke ich mal. Okay. Den könnte ich eventuell auch noch mit an die Kasse packen. Ja, ich denke, dass der nicht unter 12 Euro. Oh Gott, wahrscheinlich eher um die 13. Okay, auf 15 gehe ich, aber nicht mehr. Okay, alles klar. Ich lasse dich trotzdem mal am Tisch noch liegen. Dich tue ich mir jetzt noch nicht an. So. Wie schaut's bei dir aus? Okay, ein Wiederbefüller, das ist in Ordnung. Den kann ich auch dann erst einmal auf Halde tun. Für später wird's ja dann auf jeden Fall wichtig, ne? Den stelle ich mir auch gleich ein, den Ricardo, aber wie gesagt, ich packe den dann erst einmal auch noch auf Urlaub. Besser ist das, weil es kostet mich ja kein Geld. Ich habe ja da keine Mitarbeiterkosten, wenn die nicht auf Arbeiten sind. Er ist halt auch super ausgebaut, ne? Gerade was das angeht. Er hätte aber auch wieder einen Boost auf Verkauf, ne? Und da ist halt gar nicht geschult. Okay, schauen wir mal, was du willst. Oh, richtig wenig eigentlich. Dann gehen wir mal auf 9 Euro. Mager noch nicht. 10,50 ungefähr. Ja, alles klar. Also. Hätten wir den nächsten, der dann auf jeden Fall auch erstmal wieder in die Freiheit, in die Freizeit muss. Weil auspacken muss ich jetzt einfach anfangen selber machen. So, aber wir haben schon mal 3 Wiederbefüller. Das ist ja nicht immer schlecht. Wenn der Laden dann größer wird. Und das ist halt wieder eine Wiederbefüllung, ne? Der lernt schneller. Uff. Ach komm, ich nehme dich ja auch immer mit rein. Ich kann dir ja dann nach und nach reinschieben in den Betrieb. So, damit haben wir den Ahmed da noch eingestellt. Und auch du bekommst erstmal Freizeit. So. Und da kann ich mir dann immer den besten, günstigsten raussuchen. Und den dann quasi reinstopfen in den Laden. So, Bestellungen sind gemacht. Das heißt, wir können dann auch beim nächsten Mal einfach rein in den Laden. 82%, das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Gut, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch Kommentare da. Und dann würde es mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.